Ei Locos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute testen wir die Volta-Story von FIFA 20, also den kompletten Anfang der Volta-Geschichte. Ja, kann sein, dass das übertrieben scheiße ist, kann aber auch sein, dass das Potenzial hat und dass das die erste Folge einer Reihe wird. Lasst ein Video einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Format feiert und auch einen Daumen nach unten, wenn das Video scheiße ist. Hier kommt ein Intro, wenn ich ein Intro habe. Dubstep. Oh, Vinicius! Bisschen in Brasilien unterwegs. Wir sind direkt drin in FIFA 20 und es geht direkt mit der Volta-Story los? Ich glaube schon. Das kam ein bisschen unerwartet mit Mülltonnen, die brennen und sowas. Okay, ja, okay. Einfach zufällig, jeder kann skillen. Uns fehlt noch einer. Yes. Ich bin dabei, Mann! Ja. Erstmal gegen ein paar Straßenkids zocken, weil man im echten Fußball zu der Zeit keinen Erfolg hatte. Ah, okay. Wir spielen gegen einen von Squid Game. War das racist? Oh nein, Trainer. Bitte direkt Trainer aus. Wie macht man den Trainer aus? Trainer aus, Junge. Erstes Spiel ohne Trainer. Mit Vinicius, Heha Kahashi und Jairzinho. Junge, was für Jairzinho? Jay-Z als Fußballspieler oder was? Ist das Jairzinho? Das ist Jairzinho. Vinicius? Hat er hier auch nur 69 Schuss? Ich weiß gar nicht mehr, wie man skillt in FIFA 20. Roulette war, glaube ich, krass. War Kroketta. Schade. Jairzinho, Jairzinho. Jairzinho macht zu, Junge. Stark. Ist ein bisschen laut, oder? Das gehört gar nicht zur Story. Doch, ich glaube schon. Das ist doch Volta. Okay, jetzt Hakamaji Majiro. Erobert sich den Ball. Ja, du hast gegen Mädchen Ball verloren. Oh. Komm, ein bisschen Disrespect. Bisschen Disrespect. Oh. 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 Ich würde einfach rausgehen. Ich würde einfach rausgehen. Ich sage euch ehrlich. Sie heißt Rocky Hekajai, hä? Was für ein Name? Genug Games gezockt habe. 3-0. Die Vinicius-Crew, Junge, wie schlachten die? Hört mal lieber auf zu spielen. Ich sage euch ehrlich, ich wäre direkt rausgegangen. Macht gar keinen Sinn mehr für die, ja? Vinicius, drin ist er. Digga, ist langweilig das Spiel. Die sind zu schlecht. Oh mein Gott, er wollte kurz Salto machen. Spiel ist vorbei. Das war gar nicht die Volta-Story. Ach so. Dann spielen wir jetzt die Volta-Story. Gehen rein in Volta-Football. Ah, okay, jetzt müssen wir uns einen Spieler auswählen. Ich dachte, wir können uns einen Charakter erstellen. Wer sieht mir am ähnlichsten? Ich nehme den hier. Er sieht schon ein bisschen sexy aus. Okay, let's go. Vorname. Soll ich mir meinen richtigen Namen geben? Okay, okay, wir können alles einstellen. Wir nennen ihn der mein Vornamen. Aber das bin nicht ich. Das muss schon zu 100% ich sein. Er sieht mehr aus wie ein Nassim. Nassim kriegt er als Vornamen, weil er ist mehr so ein Nassim. Und Nachname, dafür einen stabilen Nachnamen, Watto. Vatos Locos Forever Kanal. Alias Watto. Ja, Mann. Nationalität Deutschland. Deutscher Marokkaner. Wir gehen rein. Story starten. Ja, Story starten. Wir wohnen in der Mülltonne? Nee, ja, da fängt das Spiel an. Oh, so FIFA Street sein. Nassim. Zeig uns ein paar Skills. Oha, geil bis jetzt. Geiler Arsch. Gut gesweatet. Aber wohin geht Nassim? Mach die Tür auf. Ist da eine Arena? Da ist eine Arena. Lagerhalle. Irgendein Probespiel. Junge, diese Cap und dieser halb Pulli, halb T-Shirt. Echt jetzt? Ui!
Der Ball war weg. Normales Defensivspiel, das nennt man Fußball. Du bist nur sauer, weil ich dich getunnelt hab. Junge, sollte der nicht im Matheunterricht sein? Er geht mit Poloshirt zu einem FIFA-Skill-Turnier. Hey, du tust so, als wäre ein Tunnel ein Tor. Echt jetzt? Jedes Mal? Weil er ständig Streit sucht. Selbes Team, wir sind zum Spielen da. Spiel! Leute, Leute! Wer ist das bitte? Hast du dich verlaufen? Witwold! Bei J10. Ravi. Ist spät dran. Na los. Zeig's ihm, Nassim! Zeig's ihm! Können wir mir aber an neue Sachen angeben? Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Flüchtling. Let's go. Den hast du aber noch an. Okay. Oh, der Poloshirt-Typ. Der Poloshirt-Typ. Oh mein Gott, er rastet komplett aus. Er rastet komplett. Oh. Ja. Poloshirt-Typ. Wo ist er? Wie nennen wir ihn? Felix. Felix hat den Ball. Felix. Sauber, Felix. Oh, sauber, Felix. Oh! Mark Felix, weiter so. Er oder die sieht ein bisschen aus wie Joao. Ey! Mann! 11 Meter auf so kleinen Toren! Junge, wie soll ich den reinmachen, hä? Bin ich Gott? Hey! Wie soll man den reinmachen? Ohne Sinn! Ohne Sinn, hä? Nassim, hol ihn dir! Felix, hol ihn dir! Hast du Felix? Hast du Felix? Nein! 2-1 für die Gegner. Komm, Felix. Zeig's ihnen, Junge. Er hat 11 Sterne-Skills, Felix. Ey! Wo bin ich? Wo ist Nassim? Ja, Nassim, lauf. Ich spiele in die hoch. Oh, Mann, Nassim. Oha, die dribbeln mich gerade komplett. Spiel mich schwindelig. Ja, Nassim ist da. Nassim, lauf. Nassim? Hast du Nassim? Nassim! Oh. Hä? Junge, wie die sich da durchspielen. Ich bin auch komplett raus, ne, bei dem FIFA 20 Gameplay. Okay, Felix auf Nassim. Gute Kombo. Den muss ich eigentlich umlocken, weil er meinte, was willst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Bisher hat er leider recht gehabt, weil er mir den Ball abgenommen hat. Das ist so eine Respektsache. Oh mein Gott, was ein Pass. Stark, Felix. Eine Minute, 5 Sekunden. Nein! Nein, haben wir verloren? Mist! Sorry, Nassim, Mann. 1-2 leider Spielende. Aber dass man den nicht noch kranker irgendwie editieren konnte, ne? Also gut, das war's. Gute Session. Wir waren nicht schlecht, Nassim. Ein paar geile Pässe. Fehlt leider noch einiges. 6 Monate. Mehr haben wir nicht mehr, um uns für die WM zu qualifizieren. Komm schon, Jay. Wer ist besser als wir? PSG? Genau so denkt jedes andere Straßenteam, mit dem ich je gespielt habe. Man muss sich den Respekt hier verdienen. Ja, Mann. Reden könnt ihr. Merkt ihr, Nassim ist ein stilles Wasser. Aber stille Wasser sind... Was sagt man nochmal? Stille Wasser sind tief. Aber eine Einladung nach Buenos Aires haben wir nicht. Buenos Aires! Da will ich hin. So ist es, Big T. Okay. Wo willst du hin? Oh, ich wollte dem Neuzugang was zeigen, aber das solltet ihr alle sehen. Jetzt. Er ist ja ein richtiger Chef. Okay, die sind echt gut. Ja. Und dieses Niveau müssen wir haben. Ach, diese Rentner mache ich im Halbschlaf platt. Nicht in den Dingern, Mann. Felix, sieh dir mal was anderes an. Du bist cool, aber in denen brichst du dir das Bein. Junge, für meine Füße sind die perfekt. Du, die sind perfekt kaputt. Die meisten von euch setzen viel zu sehr auf Style. In den Schuhen tunnel ich jeden von euch. Hey, Peter. Pete. Du hast krasse Skills, deshalb bist du hier, aber das ist kein 1-gegen-1, Mann. Diese Legenden. Peter. Die sind schon seit Jahren an der Spitze. Die spielen wie ein Team. Darf ich die Legenden auch mal sehen? Hör zu. Tricks und Skills sind nutzlos, wenn man mit ihnen kein Spiel gewinnt. Wer hier berühmt werden will, der muss gewinnen. Ganz einfach. Also lasst uns in dem Lokalturnier gleich damit anfangen. Okay, Jaysinho. Okay? Okay! Dann los. Let's go. Ja. Mehr Motivation, Jungs! Nice. Möchtest du Grundlagen vom Wuta Fußball erlernen? Nein! Okay.
zuhören! Bobby? Big T. Na klar. Peter? Mannschaft werden gewählt. Sid, du bist im Tor. Und wir haben noch eine Position. Für mich? Das war eine schwere Entscheidung. Bitte, Nassim! Aber unser letztes Teammitglied fürs Turnier ist Ravi. Bis dabei. Glückwunsch. Alle anderen strengt euch weiter an. Ihr kriegt eure Chance. Okay? Nein! Sehen so die neuen Weltmeister aus? Nein! Klar. Bleib hinter der Kamera, dann schaffen wir es nach Buenos Aires. Oh Mann. Ich denke dabei an dich, Jay. Sorry, Sid ist talentiert. Ja, aber hat sie auch die Kondition für die Weltspitze? Was hast du gesagt? Oha! Es spricht. Hey, Junge. Ich werde noch ein bisschen mehr machen. Komm schon, wir sind ein Team. Hey. Sid spielt. Sie ist der beste Keeper. Punkt. Ja, ja. Warte mal, haben wir uns da gerade eingesetzt? Du bist Ravi. Warum bin ich denn Ravi? Wieso bin ich Ravi? Wieso heiße ich so? Hä? Okay, wir heißen anscheinend Ravi. Kurz Namen geändert, obwohl ich mir meinen eigenen Namen ausgewählt habe. Ich heiße Nassim. Ich bin ein Freund von dir. Der Raum ist zu klein für sein Ego. Glashaus, Steine. Nein. Mein Spitzname ist nicht Ravi. Ich habe ihn selbst ausgewählt. Der ist Watto eigentlich, aber egal. Siehst du das? Zeigen wir der Welt, was wir drauf haben. Ja, Mann! Danke. Boom. So sieht die Volta-Story aus. Man kann in Einzeltrainings reingehen, Skilltraining und Sachen so anpassen. Sind wir das? Sind wir das da vorne? Ja, Nassim Watto! Okay, wir haben noch Oscar Keller am Start und Jordan Vega. Das hier scheint unser Anfangsteam zu sein. Wir gehen rein in die Story, Jungs. Wir wurden doch ausgewählt fürs Team. Runde 1. 4 gegen 4 ohne Torwart. Ich spiel nur mit mir selbst. Ich sag euch ehrlich, ich spiel nur mit mir selbst. Ich war schon immer so ein egoistischer. Okay, let's go. 4 gegen 4. J10 gegen J10. Jay-Zinho ist bei uns. Und? Hä? Dieses Mädchen spielt zweimal? Wo ist die Logik? Hier, zu Nassim. Ey! Jay-Zinho, Junge, das war meiner. Meiner. Wer ist? Ja! Oh! 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 Junge, was? Watto mit deinem Tor. Zu mir! Noch ein Ding, Junge! Hä? Wie geil sind die, Jubel? Jetzt auch mal abgegeben. Kein Ding. Kein Ding. Schick, schnuck. Ja! Wuhuhu! 5-1, Junge. Geht schlafen, Junge. Yo, hast du das gesehen? Check den Clip. Zeig mal, Junge. Spielerbewertung 9,8. Ah, wir können so Kleidung und sowas freischalten. Ah, so eine kurze Hose haben wir freigeschaltet, aber keine Ahnung, ob wir die wirklich haben wollen. Geld gibt es? Volta-Münzen? Keine Ahnung, was bedeutet, aber 168 sage ich nicht nein. Spieler anpassen zum Volta-Shop. Spieler und Team anpassen mache ich mal. Wähle einen Spieler. Ich will nur mich anpassen eigentlich. Die anderen jucken mich nicht. Okay, jetzt können wir uns unsere Sachen auswählen. Ja, das ist Nassim, ne? Deutscher Marokkaner. Das passt eigentlich schon so. 1,76, 78 Kilogramm mache ich mal. Warte, wie sieht Nassim als Mädchen aus? Okay, besser. Okay. Nassim Watto. Kopf können wir ändern, aber wir lassen Nassim so. Aber wir nehmen ihm ein bisschen was weg. Und zwar andere Kleidung würde ich gern. Outfit. Unterhose kann man einfach... Okay. Die sieht sexy aus. Die sieht sexy aus. Brauchen wir aber noch eine passende Hose. So eine Jacke und dann kurze Hose macht keinen Sinn. Brauch so eine entspannte Hose. Junge, man hat mir einfach Hotpants gegeben. Und das ist auch noch als edel gewertet. Ey, einfach weil es das einzige edel ist, was wir haben. Haare können wir uns doch auswählen, okay? Dann passt nur eine Sache. Marokkaner Babalocken. Boah, Junge. Als hätten wir ihn aus Frankfurt importiert. Aber die Hose, Digga, das geht... Sorry, ne. Die Hose muss einfach anders. Ich kann mir das nicht angucken. Das tut zu sehr weh in meinen Augen. Boah, so eine
eine lange Hose einfach. Diese langen Hosen sehen aber alle scheiße aus. Kann ich mich mal Fullface sehen, bitte? Schuhe. Wir wählen einfach nochmal Schuhe aus. Die Kombo kommt, glaube ich, böse. Ich muss doch noch kurz das Gesicht sehen. Boah! Nassim Babalocken! Änderung speichern. Ja. Nassim Vato mit den Babalocken. Schon viel besser. Weiter geht's. Es gibt 3 Runden in diesem Turnier, okay? Wir klatschen kurz die anderen beiden. Kein Problem für mich. Ich habe ja gesehen, was ich am Anfang gemacht habe. Mit Nassim vorne. Ich habe nur ein 65er Rating. Selbst Lee Won hat 75. Und Jaisinho hat 81. Hat so ein Ikonensymbol. Das will ich auch haben. Nein, ich habe mit Team spielen gedrückt. Ich will nicht mit Team spielen. Oh, guckt euch Nassim an. Okay, wir gehen rein. Wir gehen rein. Nassim, ganz anderer Mensch geworden. Nein! Oh! Nein! Oh! Ich meinte ein Splitz-K.O. bei uns, nicht beim Gegner. Sieht aus, als es ist. Ups. Hat sie gesagt, gleich haben die es? Ja! Nassi! Pow! Wow, wunderschön mit seinen neuen Tretern das erste Tor gemacht. Nein! Hä? Was war eigentlich mit dem zweiten Spiel? Wer hat es gewonnen? Es war irgendwie schwieriger. Aber eine 8,3er Bewertung bei einer 5-1 Niederlage. Eigentlich okay. Eigenschaftspunkte haben wir einen. Okay, okay, wie können wir den benutzen? Fähigkeitsbaum. Hey, kannst du noch? Energie ohne Ende. Wir haben gerade verloren, Jungs. Warum freut ihr euch so? Oh, komplett unfassbar. Was denn? Jay, ich habe den Clip hochgeladen. Alle sind begeistert. So viele Views. Gut gespielt. Ja, zeig mal den Clip. Endlich, was wir können. Okay. Hör zu, im nächsten Spiel müssen wir nochmal... Oh, Wahnsinn! Ja! Sicke Skills! Hey! Sicke Skills! Schon klar. Mit coolen Clips wird man berühmt. Aber zur WM bringt ihr uns ganz sicher nicht. Uns. Dieses Team schon. Also los! Let's go! Süße Beute! Film mich einfach weiter. Damit habe ich kein Problem. Hm, ja, mal sehen. Fähigkeitsbaum, das hört sich so scheiße an. Egal, wir haben 6 Skillpunkte übrig. Nassim Vato, wir müssen ihn auf jeden Fall verbessern. Kurze Pässe, Übersicht, das klingt sexy. Abschluss klingt sexy. Erstmal Abschluss ein, gönne ich mir. Angeschnittener Schuss, gönne ich mir auch ein. Kostet sogar 2. Ah, wir sind den Weg gegangen jetzt. Ah, Tempo, ey, ja, doch, Tempo ist cool. Ah, jetzt haben wir gar nichts mehr. Ey, egal, passt aber. 5 Sterne Skills wären ein bisschen cooler gewesen. Let's go. Drittes Spiel müsste jetzt kommen. Das Finalspiel. Das letzte Spiel. Das müssen wir nochmal gewinnen. Du hast 1 Stern Weakfoot, als ob. Junge. Let's go, das wichtigste Spiel des Turniers, das dritte. Hier. Ah, okay, Tor. Zwar nicht von mir, aber ein... Wow, oh, okay. Shaolin-Mönch. Meine Vorlage. Tor. Nassim mit einem Tor. Mach auch was Gutes, Nassim. Ja. Noch ein Tor. Hä? Ohne Trick sogar. Spider-Man. Jaisinho. Mit nach hinten, Jaisinho. Ah, wir brauchen nur ein Tor. Ja. Wow. Zusammenarbeit, Teamwork. Wir haben es gewonnen. Und da haben wir den ersten Pokal. Let's go. Parkplatz-Champion. Parkplatz-Champion, Junge. Wow. 9,4. Babalocken. Ey, machen wir noch was, Leute? Bisschen Drink oder so? Nein! Ey, man hat schon im Spiel gemerkt. Den Knall hat jeder gehört. Jay, was ist los? Sie nimmt auch noch auf. Nimm die Kamera, wechselt. Eventuell das Kreuzband. Nein. Ist alles gut. Ja. Er ist raus. Unser bester Spieler mit 81er Bewertung. Das wird nichts mehr. Jay, du brauchst einen Arzt. Nassim, Junge, hilf du! Oh no. Und da waren wir einer weniger. Das wird schon wieder, Jay! Kreuzbandriss heißt für ihn das Aus für die Weltmeisterschaft. Und das bedeutet auch das Aus für unsere Weltmeisterschaft. Halt's Maul, Felix!
Ah ne, er hieß Peter. Als Maulpeter. Er ist raus aus dem Team. Nein! Das ist gar nicht gut. C ist da wohl ziemlich egal. Leute. Nein! Das wird gar nichts mehr. Aber er sieht fresh aus mit den neuen Sachen. Alles gut? 6 Monate. Minimum. Wir sind erledigt. Nette Einstellung. Das hat gar nichts mit Einstellung zu tun. Es geht um Fakten. Ohne Jay haben wir nicht die geringste Chance auf die Weltmeisterschaft. Das Team hat zu viele Schwächen. Dein Sexismus ist ein Problem. Genau. Reiß dich zusammen. Es geht nicht darum, dass sie eine Frau ist, sondern um ihr mangelndes Talent. Wow. Sorry, Jay. Ich sehe keine Chance, ohne dich Erfolg zu haben. Haust du ab? Das ist zu meinem eigenen Schutz. Was? Wer hat ihn überhaupt eingeladen, Junge? Oh Mann, ich bin weg. Okay, das waren die beiden Spieler, die nicht mal im Team waren. Ich hatte ein starkes Team in Amsterdam. Das habe ich alles aufgegeben, nur um hier zu landen? Rückschläge kommen vor. Chill. Ehrlich, was regen die sich so auf? Dein Bein ist kaputt und das Team ist weggelaufen. Ich nenne das eine ziemliche Misere. Er geht auch, Junge, was ist mit euch los, Mann? Was ist mit euch falsch? Das Team ist ein Witz. T. Komm schon. T. Scheiße. Noch jemand? Hey, wer bist du überhaupt? Die Deutschlehrerin? Was hat sie da zu suchen gehabt? Was? Ich stehe auf Drama. Wisst ihr, ihr seid meine wahre Familie. Wir sind nur noch 4 Leute, oder? Ravi. Na klar, Junge, ich bin immer da. Ich bin hier. Wir haben das Turnier gewonnen zusammen. Wir brauchen keinen anderen. Ja, wir brauchen doch einen anderen. Vergessen, dass er verletzt ist. Ich bin raus. Die andere geht auch? Bobby? Bobby! Das stinkt mir hier alles gewaltig. Komm schon! Jetzt sind wir nur noch zu zweit? Was für eine komische Geschichte. Der arme Mann. Das war's. Ich sag Kotaro, dass das mit Tokio nichts wird. Warte. Nein. Ich bin da. Sid ist da. Was soll das heißen? Rev, dein Optimismus ist cool, aber... Nein, nein, nein. In Tokio wird 3 gegen 3 gespielt. Und? Ohne Keeper. Ich kann im Feld spielen. Wir brauchen nur noch einen Spieler, dann sind wir vollzählig. Denkst du, Kotaro kann uns jemanden besorgen? Gut möglich. Dann ist doch alles entspannt. Neuaufbau. Ja, Mann. Das ist eine gute Einstellung. Vorsicht. Dort zeigen, dass man der Beste ist und dann kommen die ganzen anderen. Yo, Kotaro-san. Hier ist Jay. Du musst mir einen Gefallen tun. Wen kriegen wir? Okay, wir reisen zur Location. Wir wissen aber nicht, wen wir bekommen. Ich glaube, wir sind jetzt direkt in Tokio. Wir sind beim Tokyo Tango League Invitational. Mit? Schlappe 20 Stunden Anreise. 26. Oha! Mein erstes Mal in Japan und ich gestehe, ich bin richtig gehypt. Junge, das ist seine Stimme, Digga, richtig sexy. Mm.
Da wäre ich auch gerne. Da wäre ich auch gerne. Okay, cool. Viel Spaß. Okay, dieses Kamera King. Haut einfach eine Drohne weg. Also, wo ist denn Kotaro? Der muss hier irgendwo sein. Kannst du aufhören zu filmen? Setz dich einfach hin, bitte, und genieß das Ganze. Ei, er ist richtig kamerascheu. Oh. Er ist ja richtig kamerascheu. Junge, lass mich spielen, ich bin jetzt heiß. Das Ding ist, das können wirklich welten Leute in Real Life, ne? Ich bin schon froh, wenn ich 20 Mal den Ball hochhalte ohne Probleme. Okay, Junge, jetzt lass mich spielen! Beziehungsweise wir brauchen noch den dritten Mann. Yo, Kotaro. Starkes Intro, mein Ah, das ist Kotaro? Du weißt doch, ich mag Understatements. Ja? Hey, das ist mein Bruder. Kotaro Tokura Tokuda. Der spielt Straßenfußball schon genauso lange wie ich. So alt bin ich nicht. Alles fit? Kotaro-san, Mann. Das blöde Ding ist leider echt. Tut mir leid, mein Freund. Daran wirst du sicher wachsen. So wie immer. Vielen Dank. Also, wen hast du bekommen? Rikyu, Kaito, Akane. Wir müssen einen aussuchen? Alles no Game Faces. Ist das ein Scherz? War nicht viel Zeit, mein Freund. Was ist das denn, Junge? Die sehen so aus, als wären die nicht mal am Leben. Hä? Dann nehme ich den mit dem besten Rating. Ohne Sinn. Tamura. Die sehen ja nicht mal aus wie Japaner oder so. Was ist das? Warum hat der einen Schal an? Hä? Also Kudo fällt schon mal allein für den Schal raus. Was ist das für ein Pullover mit der Hose kombiniert? Aber der macht auch gar keinen Sinn. Er kommt einfach mit Gryffindor-Pullover. Er denkt, Harry Potter fängt gleich an. Aber wir nehmen ihn wegen dem Rating. Tamura. Dank mir später. Das Turnier geht gleich los. Was für Danken, Junge. Da hätten wir in England bessere gefunden. Das ist euer Ersatz für mich? Naja. Er spielt nicht, aber kommt zugucken? Was ein Mensch. Immer noch besser als die da. Was? Ist das dein Ernst? Hier kannst du dich nicht im Tor verstecken. Okay. Was willst du hier, Peter? Ich heiße Pete. Das weißt du. Oh, ja, mein Fehler. Was willst du hier? Pete. Er spielt für ein anderes Team. Gewinn. Was sonst? Etwas, was euch hier nicht gelingen wird. Ich könnte euch viel Glück wünschen, aber... Er erinnert mich so an Walker aus FIFA 8. 18, 17? Das war's. Was hat er gegen seinen eigenen Namen? Junge, er trägt immer noch dasselbe. Peter der Panna-Kerl. Peter Panna? Peter Pan. Und das ist keine Absicht? Nein. Okay, Leute. Hä? Jetzt geht's. Fehler sind Vergangenheit. Wir wollen uns einen Namen machen und auch das Publikum überzeugen. Okay? Geht da raus und zeigt denen, was ihr könnt. Kann losgehen. Let's go. Let's go, Nassim. Okay, wir müssen dieses Turnier gewinnen. Ich möchte Peter eine Klatsche reindrücken. Unbedingt. Es fängt direkt beim Achtelfinale an. Es ist ein Dreier-Turnier. Wir gehen rein. Mit Nassim spielen. Warum steht da Revy? Das stört. Let's go. Oh, Nassim mit ein paar sexy Moves. Hä? Sie spielt zweimal. Schon wieder. Junge, waren die so voll mit der Charaktererstellung? Boom. Ja! 1-0. Let's go! Hey, diese Jubel sind echt nice. Warum gibt's sie im normalen FIFA nicht? Ja! Rein, rein! Ja! Nein! Ah.
so nett. Auch der mit No Gameface hat ein Tor geknallt. Jawohl, Handshake auf respektvoll, aber respektloses Ergebnis. Du weinst. 9,9er Bewertung, noch nie besser gewesen. Das Team tut mir gut, das neue Team. Oh, und wir haben neue Dinge. Wir haben einen Skill-Eigenschaftspunkt. Den benutzen wir direkt. Wo sind die Skills? Wo krieg ich 5 Stier? Plus ein Skill-Move, okay? Wo kriegt man den letzten Skill-Move? Hier. Okay, da muss ich mich irgendwie hinarbeiten. Dann nehmen wir jetzt kurzer Pass mit. Okay, jetzt Viertelfinale. Ich weiß nicht gegen wen. Wir werden safe gegen diesen hässlichen Pete spielen. Safe. Ich verliere die ganze Zeit den Ball. Aber ich bin ein super Teammitglied. Nein, wegen mir Gegentor. Ja, schick, schick, Junge. Meiner. Lecker. Wichtig. Ja. Teamarbeit. Meiner. Oh, Defensive 99. Defensive 99. Wir brauchen nur noch ein Tor und dann sind wir im Halbfinale. Und dann sind wir im Halbfinale. Dann sind wir im Halbfinale. Running Man kurz. Ey. 9,1. Ey, ich bin der Beste im Turnier, kann das sein? Spieler verpflichten können wir jetzt. Hä? Ah, nee, wir können generell Spieler verpflichten. Hey, hier sieht... Ah, aber nur eins... Was bedeutet dies? Ein Stern, zwei Stern. Skill Moves und... SF und SB? Warum SF und SP? Ein Stern, zwei Stern, SF und SB, hä? Hier vier Sterne, drei Sterne. Drei Sterne, vier Sterne. Er hat halt nur ein Stern, zwei Stern. Was will ich mit dem? Hä? Wir haben doch Sid schon längst. Sterne, Weakfoot, SB, Skill Moves. Ah, okay, okay. Ja, dann nehmen wir die hier. Viel besser als der hier. Der hat nur ein Stern, zwei Stern. Ja, warum nicht? Verpflichtet. Wir haben Spieler verpflichtet. Und jetzt geht's ins Halbfinale. Let's go. Die Management. Ah, wir haben ein paar Stück auf der Bank. Cool. Können wir eine andere Aufstellung machen? Formation ändern, ja? Das ist doch cool. Nein. So. Ah, Chemie wird so einfach besser. Hä? Ah, weil es gibt immer so Lieblingsformationen. Okay, okay. Aber dann ist der hier doch besser, oder? Warum ist der hier denn nicht besser? Müsste der von der Chemie nicht besser reinpassen? Ah, weil es eigentlich ein Mittelfeldspieler ist, oder? Ich check's nicht. Wir lassen es einfach so. Let's go, Halbfinale. Alle zusammenspielen, alle zusammenspielen. Ab hier wird's wichtig. Ey! Wir dürfen nicht verlieren, Jungs. Und Mädchen. Ja! Ja! 1-0. Raus. Nein! Oh, ich dachte, der wäre drin. Ah, der ist drin. Gut. So macht man ein Tor. Boom. Dieses Zusammenspiel. Dieses Zusammenspiel. Das wäre mein Fehler gewesen. Ja, Tor. Das muss es sein. Ein einziges Tor. Ein einziges Tor noch. Für uns aber, bitte. Ja. Nein. Ja. Der Unbekannte. Wir haben gewonnen. Wir sind im Finale. 9,4er Bewertung. Die schlechteste, aber auch der schwierigste Gegner bisher, muss man sagen. Wir sind im Finale. Jetzt spielen wir safe gegen Pete. Wo bist du, Pete? Das war gut, sehr gut. Aber es gibt noch viel zu tun. Eigentlich nur noch das Finale. Zum Beispiel einen echten Gegner schlagen. Dann wäre ich fast beeindruckt. Oh! Findest du das witzig? Oh, es war witzig. Der große Peter Penner hat eine Panne. Wir haben mal Respekt. Oh, den musst du dir erst verdienen, Mark. Hör gut zu. Nichts und niemand wird mich davon abhalten, die WM zu erreichen. Schon gar nicht so eine Null wie du. Was? Was will er von mir? Die sich hinter Frauen versteckt. Du bist ein Clown, Mann. Oh, hey, Pete. Oh. Er sieht ehrlich aus wie der größte Kelle. Nimm die Füße zusammen. Oh, der ist genervt. Ja, ist auch besser so. Der wird besiegt. Richtige Einstellung, Nassim. Finale gegen Panadamonium. Hauptsache keinen Tunnel bekommen. Let's go! Er soll mir zeigen, was er kann. Er hat so eine große Klappe, ne? Viel zu groß. Sein Mund ist viel zu weit offen, wenn er redet. Oh, let's go! Das ist sein Team also. Okay, Felix. Direkt Ball verloren, stark. Psch, alles gut, guck mal, neben wem ich übel. Psch. Ja, 2-0. Ah! Ja. Oh, ich dachte, der schießt den automatisch rein, ich bin ganz ehrlich. Okay, hier.
so wie alles Gute, alles Gute, alles Gute. Boom! Nein! Let's go! Der darf nur kein Tor machen, ich gönne ihm kein einziges Tor. Ich wollte sie umlocken. Nein! Er hat ein Tor gemacht. Peter Jepsen heißt der und er meint, er heißt nicht Peter. Okay, Peter, okay. Da ist das Ding. Hä? Junge, ich hab 3 Sterne Weakfoot oder so, was ist das? Spiel mir doch. Oh, was? Der Unbekannte auf einmal der größte King auf dem Platz. Wir haben gewonnen. Das war schon das letzte Spiel. Wo bist du, Pete? Hallo? Pete, hallo? Alles gut bei dir? Das ist Wahnsinn. Sie hat direkt die Kamera von irgendwo bekommen. Stark. Im Ernst? Dein Chen, ihr habt gerade euer erstes Turnier gewonnen. Das gibt tausende Views, Jay. Oder mehr? Ja. Okay. Wo ist Pete? Dein Kommentar? Ihr habt gewonnen. Und? Ihr habt gut gespielt. Ja, oh, ist der Wett traurig? Ist der Wett traurig? Glückwunsch. Entschuldigen für Anfänger. Lektion bestanden. Gut möglich, dass du nichts mehr von mir wissen willst, aber wenn ich dir beim Erreichen der WM helfen kann, sag mir Bescheid. Hä, so, voll der Komische. Er hat gemerkt, sein Team ist schlecht und so. Er hat's getan. So ein seltsamer Typ, ne? Ist das echt passiert? Ist ja alles auf Video. Oh, gut. Okay, ihr habt genug gefilmt. Holt euch lieber euren ersten Pokal. Oh ja. Red? Ich heiße Nassim, aber alles gut. Gib mir meinen ersten. Ich hatte doch schon einen, den Parkplatz-Pokal, hä? Dein Team hat großen Kampfgeist bewiesen. Ja. Yeah. Arigato gozaimasu! Yo, Sid! Ey, ich will den. Ey, okay. Ich hätte ihn auch hochgehoben, aber alles gut. Ey, ich würde ihn auch hochgehoben. Ja, okay. Geil, Mann. Ja! Turnier gewonnen. Spielen wir. Echt jetzt? Was hat er gesagt? Wir sollen ihm Bescheid geben, wenn wir spielen wollen. Okay. 9,4er Bewertung, aber ich habe die Dinger reingedrückt. Spielen wir jetzt gegen die Kings von denen? Oh, sehr gut. Oh ne, wir müssen jetzt auch Skills rausholen, oder was? Wow. Oh no. Macht dir was Sorgen? Wegen des Spiels. Welches Spiel? Wir sind bereit. Sie wollten nur nicht skillen, sei ehrlich. Und ich bin's auch. Oh, wir spielen jetzt gegen die Legenden. 3 gegen 3 gegen die Legenden. Let's go. Eins gegen eins jetzt gegen die Kings. Okay. Also 3 gegen 3. Let's go. Oh, ich verliere die ganze Zeit den Ball. Nein. Ja! Die Kraft von Nassim Babalocken. Ja! Und wir sind in Führung. Nicht, dass sie mich noch im Team haben wollen danach. Ganz einfach. Kein Ding. Oh mein Gott, wir essen die auf. Nein. Halbzeit, noch ein einziges Tor. Einfach besser, ehrlich. Wir dürfen jetzt so nicht reinschätzen, wollte ich gerade sagen. Was da passiert? Nein! Ja! Und das haben wir auch gewonnen! Ich kann wieder laufen! Ha!
Da haben wir sogar gegen die gewonnen. Schwierigkeit ändern? Nee. Nur weil ich zu gut bin oder was? Was willst du von mir? Ey, sogar der No-Name-Mann Klatscher geben. Oh, Jay. Gut gemacht. 5-2 oder so? Gut, gut. Gutes Spiel, danke. Gutes Spiel, Mann. Sehr gut. Gutes Spiel, Mann. Komm zu uns, Kotaro. Komm. Ja, Mann. Der Mann ist was Besonderes. Ja. Lass es. Foto? Hey. Okay. Aber verlink mich, ey. Das Turnier komplett zerlegt. Jetzt müssen wir eigentlich dadurch schon eine geile Mannschaft aufbauen können. Ich glaube, wir haben 2 Skillpunkte, oder? 2 Skillpunkte. Damit könnten wir einen auf Dribbling gehen. Ne, 1 Skillmove extra. Jawohl. Erst jetzt haben wir 3 Sterne Skillmoves. Oha. Hier kriegen wir dann 5 Sterne Skillmoves. Okay, da müssen wir hinkommen. Das ist wichtig. Weil ich meine, es geht um Skills. 5 Sterne Skills, das Wichtigste. Hey, gut gemacht in Tokio, Ref. Du warst klasse. Ach, das ist ein Video. Gute Spieler heißt noch kein gutes Team. Das stimmt, Daher Jay-Zinho. Musst du nach Amsterdam. Den Fußball, den die spielen, ist anders. Hart. Da, wo du hingehst, habe ich mit Ed van Gils trainiert. Ed van Gils. Hör zu, ich komme gerade von der OP und die Genesung dauert noch. Daher musst du neue Spieler für mich finden. Und denk an das Sprichwort. Wenn Amsterdam dich nicht umbringt, macht es dich stärker. Kein Ding, mache ich. Übernehme ich. Ich finde die Besten. Okay, ich muss jetzt nach Amsterdam. Da treffen wir Rocky, HHK, ja, ja. Haben wir jetzt aber keinen einzigen Spieler bekommen dadurch? Jetzt suchen wir erst die Spieler, oder was? Okay. Was denn, ein Hinterhof? Hier ist nichts. Doch, durch die Tür. Und was hat der für Probleme, bitte? Wo soll ich denn hinfahren, hä? Anscheinend ist da ja was. Das ist doch dieser eine! Der Verräter! Ups. Der ist groß und wütend. Hast du was gesagt? Hab dich nicht gehört! Komm raus! Sag mir das ins Gesicht! Das gibt's nicht. Sid? Rev? Was geht hier? Was macht ihr denn hier? Jay hat uns geschickt. Hat immer noch dasselbe die T-Shirt an, hä? Teams. Hier soll irgendwo ein Platz sein. Ja, ja, das Ding heißt, das Ding hieß, Wasserkocher? Du meinst den Boiler? Ja. Ja, genau ja, der. Ja, du Boiler. Den? Klar kenn ich den, da will ich auch hin. Für euch beide hier ist das nichts. Geht ziemlich zur Sache. Okay, sorry. Meinst du, das stört uns? Ja. Ja? Okay, dann park da hinten und wir sehen uns auf dem Platz. Junge, wie er sich fühlt. Dude, echt jetzt? The Boiler. Okay, easy. Hab's doch gesagt. Für manche ist der Boiler zu heiß. Hab euch gewonnen. Du musst am Ende jedes Spiels Spieler verpflichten drücken. Ah, okay, dann habe ich ein bisschen reingeschissen bisher. Und? Junge, wer ist mit dir auf? Ed! Hey! Na, wie geht's, Mann? Hab verloren. Verloren? Ja, passiert halt. Gegen wen? Das wirst du gleich sehen. Vinicius. Also, wie sieht's aus? Ist das was für euch? Gib uns ein Spiel. Bitte. 4 gegen 4 Rushkeeper. Der Sieger macht weiter. Wir sind gar nicht 4, aber oder? Einfach spielen ist nicht. Ich meine, euch kennt hier keiner. Hey! J10! Ihr seid dran! Willkommen in Amsterdam! Let's go! Ed van Gils kennt uns. Tatsache. Aber wer im Boiler groß sein will, muss auch groß aufspielen. Der Godfather hat euch gerade eingeladen. Rekord ist 5 Siege in Folge. Viel Glück. Ah, wir spielen bis wir verlieren. Okay, okay.
Ich mach das! Famiku gleich Brot. Ey, Jungs, halt auf! Ich kann dafür nichts. Wie soll ich denn darauf kommen, dass man das immer machen muss? Oh, sieht aber schön aus in Amsterdam, ne? Okay, wir müssen zu viert spielen. Eine Bewertung. Ja, egal, scheiß drauf. Chemie geht hoch auf 90. So ist am stärksten. Oder wir machen eine andere Aufstellung. Nee, wir lassen es so. Let's go! Gibt es diese Arena wirklich in Amsterdam? Das ist ehrlich sehr, sehr sexy. Also in Paderborn gibt es das nicht. 4 gegen 4. Auf einem viel größeren Platz. Boah! Nicht viel reden, Tore machen. Man spielt doch ohne Torwart. Ah, da kassieren wir das erste. Junge, was haben wir für Mitspieler? Richtiger Dünnschuss, was macht der? Hast du, hier. Hä? Was für Foul! Junge, ich dachte, in dem Boiler geht's hart zur Sache. Die pfeifen sowas? Mann, ich verkacke die ganze Zeit, Chat. Junge, die wollten das Schwierigkeit nach oben tue. Boom! 2-3, wichtig. Ja, zu mir. Boom! Ruhig sein, 3-3. Kurz Anstand machen. Nein. Nein! Ja! Ey, noch ein Tor und wir haben trotzdem noch gewonnen. Ja! Da ist der Sieg. Jetzt müssen wir mal Spieler verpflichten angeblich. Das habe ich falsch gemacht. Er ist krass. Er war krank, aber er hat keine Skills. Okay, sie können wir nicht verpflichten. 4 Sterne, 2 Sterne. Skills, 4 Sterne. Er war eigentlich nice. Ich sag euch ehrlich. AJ. Aber er hat nur 1 Stern, 2 Sterne. Wir brauchen ja gute Skill, ja. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen würde ich sagen, wir verpflichten sie. Vertrau deiner Seele. Wir machen das, was wir immer machen. 3, 2, 1. Stopp. AJ, let's go! Runde 2. Ah, wir müssen den Rekord brechen. Sonst sehen die alle wieder langweilig aus. Er macht einfach alleine Tor. Das hatten wir noch nie bisher. Boah, aus dem Winkel. Sexy. Ich merke schon, ich werde schon Pro da drin. Nein. Ja! Ey, wir essen die auf, Digga. Diesen Cisse Puede, das ist gar nichts. Sinn. Danke, Arthur. Oh! Zucker! Einmal Tor geschenkt bekommen. Wir reden nicht drüber. Ja! Gewonnen, weg vom Platz, weg vom Platz. Weg vom Platz. Trotzdem gucken wir natürlich, ob wir einen von denen mitnehmen. Wieder verpflichten, Fragezeichen. Oh, der hat sogar 71er Bewertung, der Typ. Aber wieder nur 1 Stern, 2 Sterne. Aber den müssen wir mitnehmen. Oh mein Gott. Was ist das für ein Stürmer? 71er Stürmer? Das habe ich ja noch nie gesehen. Den müssen wir mitnehmen. Gespielt. Danke. Willst du noch eine Runde? Ja. Warte. Wo ist die? Hey, zeig mal. Ich teste gerade das finale Design. Mit den achteckigen Flexrädern. Digga, der verkauft irgendwelche Schuhe. Sieh dir das an. Was denkst du? Richtig tolles Design. Mann. Geile Qualität. Hohoho, was ist das? Hast du ein Solo-Deal? Nein, nicht wirklich. Okay, bis später. Thais, was läuft hier? Wieso kriegen wir die Schuhe nicht? Das ist nichts, okay? Vergiss es. T. sind das. Warte, hast du die designt? Nein, nee. Mann, die Schuhe sind geil, sag schon. Gib mal, gönn mal welche. Das denkt ihr wirklich? Ja, wirklich. Du hast eigene Schuhe designt. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Die sind krass. Am Ende, er war nur auf der Nike-Seite-Chat und hat dieses My Design gemacht, wo man einfach seine Schuhe selber eigene Farbe auswählen darf und so. Okay, komm her. Das ist nur der Prototyp. Niemand hat die gesehen. Außer der vor den. Sohlenfederung, das schont die Knie und achteckige Flexrädern. Ich versuche mit meinen Ersparnissen einen Hersteller zu finden. Das sieht ein bisschen aus wie Jordan. Hoffe ich. Das wäre eine echte Nummer, wisst ihr? Hey, kann ich vorbestellen? So weit bin ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich sag dir was.
falls die Produktion beginnt, bekommst du welche. Danke. Ich denke, die passen mir. Furchtbar, verzieh dich. Los, geh. Hey, Mann. Runde 3, Digga, ich klatsche die alle weg, aber wir machen jetzt ein bisschen Teammanagement. Ja, da sind unsere neuen Spieler. Guckt euch das an, 68er Stürmer, 71er Stürmer. Wir brauchen eine neue Formation. So will ich spielen. Ey, ist mir scheißegal, dass wir die Chemie verlieren. Ist mir scheißegal. Ich will mit 2 Stürmern spielen. Ist mir so scheißegal. 59 Chemie, das juckt eh nicht, glaube ich, in dem Modus. Bam! So, wen haben wir im Mittelfeld, wer gut ist? Kein, schade. So sieht das Team aus, mit dem 71er Stürmer, mit dem neuen. Schade, Junge, schade. Oh, Eigentor, was? Das geht hier? Was geht denn hier ab? Und ich meinte gerade, Chemie juckt nicht. Anscheinend schon. Ja! Bunyan heißt der. Ja! Ey, Bunyan hat mehr Tore als ich, da so eine gute Verpflichtung. Geh schlafen, Junge. Oh! Was? Hab ich noch? Und jetzt drin. Da haben wir das nächste Spiel gewonnen. No, ey, ich krieg immer eine 9er-Bewertung, ne? Ich fress so alle auf gerade. Ohne viel reden, wollte damit zu kriegen, wie auch immer. Ich weiß immer noch nicht, was man damit machen kann. Aber Spieler verpflichten? Okay, was haben wir hier? Und auch alles nur Stürmer. Hier werden wir keinen verpflichten. Ja, keinen verpflichten. Man muss auch nur die Gems eigentlich mitnehmen. Wisst ihr, wie ich meine, Jungs? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, im letzten Spiel spielen wir gegen Vinicius. Würde ich jetzt einfach so raten. Ey, die haben gute Mittelfeldspieler, sieht so aus. Also, mit Faces. Oha. Nein! Oh, dieser Longtop. Trey, die verpflichten wir. Nein! Wir verlieren! Hilfe! Ja! Wichtiges Tor. Wow! Ja! Geil! Unentschieden wieder. Trey hat mich einfach umgehauen. Ich lieg am Sterben. Yeah! Direkt spielen. Direktes Tor. Okay, ein Sieg, dann können wir vielleicht Trey holen, wenn die auch wirklich so eine gute Bewertung hat, wie ich glaube. Ja! Nein! Trey verhindert das Tor. Wir brauchen ein Tor. Meiner, da ist das Ding drin. Ciao, Leute! Runter vom Platz! Okay, jetzt bin ich gespannt. Nein, lol, nur 66 und sogar Stürmer. Richtig schlecht. Ich habe jetzt so Mittelfeld, unnormal guten Mittelfeldspieler erwartet hier. Wir haben schon 71er Stürmer. Wisst ihr, wie ich meine? Dumme Spitze sind eh immer wir. Das heißt, von denen wollen wir auch keinen haben. Runde 5 ist jetzt gegen ein richtig starkes Team. Das könnte wichtig werden. Ah, warte, aber vorher erstmal meine Skills gönnen. Let's go! Halbfinale quasi. Ey, sehen jetzt nicht allzu besonders aus, bin ganz ehrlich. Ja! Oh mein Gott, so ein guter Mitspieler. Und die beste Sturmspitze, wenn es nur einer alleine geben darf. Schon wieder ein Eigentor, Junge! Die ist so scheiße hinten. Der ist daneben geschossen, aber zum Glück ist er an der Wand. Ey! Oh, okay, gut gerettet, nicht schlecht. Meiner. Der ist drin. Ja! Und sie ganz kurz, ganz knapp. Lecker Schmecker. 9,9er Bewertung. Oh, besser geht's nicht. 2 Eigenschaftspunkte haben wir frei. Wir gehen aber erstmal in die neuen Spieler, die wir verpflichten könnten. Wieder kein T dabei. Ein kranker Spieler am Start. Obwohl er hat 4 Sterne Skill Moves. 5 Sterne. Was? 4 Sterne sehe ich gerade. Okay. Dann nehmen wir lieber den hier fürs Mittelfeld. Können wir doch entlassen zur Not. Das sind dann 5. Nicht schlecht. Rekord haben wir schon. Jetzt müssen wir nur noch den Rekord brechen. 5 Siege. Neuer Rekord. Wir sind die Kings of the Court. Ist nicht derselbe Rekord? Nein.
5 Sieger heißt Gleichstand. Was, mit wem denn? Wer groß sein will, muss groß aufspielen. Ist das so? Und du bist der größte Köter hier, oder? Wurf. Okay. Wie wär's mit einem Spielchen? Sag an. Siegen wir, kommst du zurück ins Team. Siegst du, ziehen wir ab. Ihr habt keine Chance. Wollt ihr noch Nummern austauschen? Oh no! Moment mal! Da ist die eine, die uns auch verlassen hat, die ganz links. Aber die juckt uns nicht. Ha! Die ist mit in sein Team. Kommt, das schaffen wir! Okay, let's go. Wir müssen gewinnen, um unseren Bro zurückzuholen. Bevor wir das machen, nutzen wir nochmal alle Skills, die ich habe. Das nutze ich aus, das lasse ich mir nicht nehmen. So, wir haben 4 Skillpunkte. Ich muss hier hinkommen zu 5 Sterne Skillmoves. Jetzt fehlen mir noch 8 Skillpunkte. Wow, das wird teuer. Wir holen ihn zurück. Let's go. Nassim Baba locken, klär das. Klär das. Aufgenommen. Das bist die. Big T's Boys heißt der. Beziehungsweise okay. Komm schon. Wir müssen gewinnen. Mach den, Jungs, mach den. Ja! Nein! Ja! Und Big T, Lee! Let's go, Ling Wow! Was willst du denn? Ja! Woo! Oh mein Gott, ich hab geschossen, komplett daneben! Aber da ist er! Ey, wir brauchen nur noch 2 Tore. Ein Tor! Noch ein Tor und ist wieder back, Big T! Da ist es. Da ist es! Big T, komm zurück, Junge! Komm zurück! Oh no, Big T, du weißt, was das heißt, Mann! Und ich darf nicht verkacken, die haben noch einen 73er Stürmer, aber der juckt nicht. Nehmen Big T wieder rein. Komm, Junge! Ah, wir müssen ihn austauschen. Nimm Oscar Keller raus, scheiß drauf. Scheiß auf Oscar Keller. Let's go, Big T. Let's go, Big T, komm. Stille ist gut, oder? Keine Ahnung, was hier los ist. Ja, ja, genau so muss das sein. Wir sind Kings of the Court. Aber warte, warte, warte. Wo ist bitte meine Krone? Gehört dir noch nicht. Du sagtest, du wärst der King. Ganz sicher nicht. Würde ich niemals sagen. Denn hier gibt's ne Queen. Genau so muss das sein. Was? Du erinnerst mich an Ed. Ah, nein. Nein, da fehlt noch einiges. Die Crew hat was drauf. Hat Jay gut gemacht. Ah, weird flex. Weird flex. Bereit? Komm schon. Okay, Queen's Crew. Gegen die müssen 73er Gesamtwertung. Nein, nein, ich pack direkt meinen Bro rein. Big T kommt rein. Big T ist jetzt drinne bei uns. Let's go. Alle haben schwarz-weiß an. Was geht denn hier ab? Ja! Let's go. Sie ist der King. Boom! Wer ist der King? Sie? Sie? Sicher? Ist doch ein Tor, wer respektlos. Wer respektlos? Danke! 3-0, 3-0. Ah, wer, Queen? Wer, Queen? Big T auch mit seinem ersten Tor wieder im Team. Was macht Big T? Geh von meinem Arsch weg. Was war denn mit Big T los? Babalocken! Oh yes! Warte! Kurz Ball erobert. Gut, dass man sehr viel sieht. Oh, zu sexy. 9,9er Bewertung. Spieler verpflichten, bitte! Ja! Ah, wir können sie nicht verpflichten. Schade. Wir können ihn verpflichten, aber wir haben schon so einen guten Verteidiger. Uns fehlt noch ein guter Mittelfeldspieler. Er hat 5 Sterne Skill-Moves. Stürmer haben wir schon genug. Ah, unser Stürmer ist 71, ne, der andere. Er ist eigentlich besser, der hier. Oh! Yeah! Sie hat nicht gespielt, aber ja, freu dich. Du bist auch im Team. Ich dachte, wir spielen aber gegen Vinicius. Geht's dir gut? Oh, ja, ja, ja. Hey, shit! Warum sieht sie aber aus wie so eine Mathelehrerin eigentlich? Hätte nicht gedacht, dass ich heute verlieren würde. Kann ich ein Foto machen? Oh. Ja, klar. Ja, halt deine Niederlage fest. Kein Problem.
Yeah! Sagt Jay, Rocky findet das gut. Let's go! Jetzt packe ich auch direkt den neuen Stürmer rein. Ey, dieses Amsterdam-Ding sah richtig geil aus, dieses Stadion. Die Bilder und so. Halt an den Stürmer, der die ganze Zeit gesetzt war. Aber wir haben den neuen Herr im Haus. 5 Sterne Skill-Moves. Ich weiß nicht, was diese Buchstaben daneben bedeuten, aber er ist AMG. Lass ich mir nicht nehmen. Okay, let's go. Weiter geht's. Oh, Ref. Deswegen rufe ich nicht an, aber... Oh, yes. Gut, hä? Okay. Weißt du, wen ich gefunden habe? Bobby. Sie spielt in der Heimat des Straßenfußballs. Und da schickt Jay Ten dich hin. Nach Rio. Wenn du und Sid zur Abwechslung mal eure Handys weglegt, werdet ihr sie finden. Das heißt, wir spielen dort gegen Vinicius. Okay, wie auch immer. Ich muss zur Reha, aber gute Leistung im Boiler. Einfach war das nicht, aber im Fußball geht es halt um noch mehr. Da geht es um Ambition, Einsatz und Respekt. Hört zu. Brasilien ist die Seele des Fußballs. Si se puede. Dort werden neue Legenden gemacht. Kein Problem, übernehme ich. Vinicius kommt in Rio 100%. Okay, das heben wir uns dann für die zweite Folge auf, wenn es eine zweite Folge gibt. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach unten da. Schreibt in die Kommentare, sollen wir das weiterführen? Also, gefällt euch diese Story? Ich sage euch ehrlich, für mich 7 von 10. Journey war besser, aber es ist auch eine geile Story. Ja, teilt das Video auf SchülerVZ, auf Roblox. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Ay Locos.